Freistoß, schade. Schmuck ist mit nach vorn gekommen. Herrlich gemacht! Gut mitgenommen von Riedel. Und schießen! Das war eine mit echter Europapokalbrisanz. Weber kommt an den Ball. Tor! Ich habe mir jetzt bewusst jedes Wort verkniffen, verehrte Fußballfreunde, damit Sie diesen Treffer noch einmal in aller Ruhe, ohne gestört zu werden, zu Hause im Sessel jubeln, aufstehen, verfolgen konnten. 2:0. Savicic, gut gestört, sauber gestört von Schade und Dörner mit kämpferischem Aufbegehren und Übersicht. Kotte hat die Chance zum 3:0. Eine tolle Szene, aber auch, das muss man anerkennen, rechtzeitig und gute Reaktion. Schauen wir, Kotte. Ja, Borota macht es natürlich auch im Stil. Dribbling kann gelingen. Noch einmal Sachse, das ist seine Stärke, in derartige Eingaben hineinspringen. Rainer Sachse mit der 15, Wiederholung. Richtiger Sprung, gute Technik, Reaktion von Borota. Kotte in dieser Schlussphase am stärksten. Sachse. Heidler. Schön gesehen, Sachse. Linksschuss. Reflexreaktion von Borota. Also er ist schon ein klasse Torwart, dieser Peter Borota. Zeitlupe. Gutes Winkelverkleinern. Eingabe. Schade. Immer an dem Brennpunkt des Geschehens. Das heißt im herrlicher Pass und Webers Schuss bleibt hängen. Klaus Müller. Schade, dann Sachse. Er schaut auf die Uhr. Und erst einmal aus und vorbei. 2:0 nach 120 Spielminuten im Dresdner Dynamo-Stadion zwischen unserem Meister Dynamo Dresden und dem jugoslawischen Partizan Belgrad. So, verehrte Fußballfreunde, der Nervenkitzel beginnt. Pekasi schießt drüber. Dynamo Dresden, erst einmal im Vorteil. Und jetzt der Kapitän,
Hans-Jürgen Dörmer. In der Vergangenheit nicht immer der glücklichste Elfmeterschütze. Ich denke an das Pokalfinale gegen Zwickau 75. Dörner und Weber scheiterten an Keul. Umso mehr drücken wir dem Kapitän die Daumen. Und auch heute hat er in der letzten Sekunde der Entscheidung leider nicht die Nerven. Pfosten, schade, macht nichts. Andere können es noch für ihn schaffen. Klinczarski, der Mann mit der Nummer 11. Boden, ein reaktionsschneller Mann. Und beinahe, schade. Und nun Gerd Weber, der 22-Jährige. Man möchte beinahe gar nicht hinschauen. Aber man muss es ja. Sie können es tun, werte Fußballfreunde. Eigentlich ein ungleiches Duell. Aber psychologisch der Torwart im Vorteil. Von ihm verlangt man nicht, dass er den Ball hält. Weber hat die Nerven. 1:1. Kovacevic, keine Chance für Boden. Und jetzt Hartmut Schade. Manchmal bietet der Torwart eine Ecke an, dann entscheiden Cleverness und Nervenkraft des Schützen. Wie wird sich Borota diesmal verhalten? Schade! Jammerschade. Damit Partizan erneut im Vorteil. Aber ich glaube, man sollte sich hier der Worte enthalten. Trifunovic. Ein Rechtsbeiner schießt meist in die linke Ecke. Und Boden hält. Bravo, Klaus Boden. Alles wieder offen. Das Elfmeterschießen ist beendet, wenn eine Vertretung mehr Tore erzielt hat, als die andere mit 5 Schüssen noch erzielen könnte. Und der sicherste, der cleverste vielleicht in der Vergangenheit, Peter Kotte, er hat im entscheidenden Moment
die Nerven, die man dazu braucht. Drei zu eins und dieser Mann hat die Möglichkeit, für Partizan zu verkürzen. Nachdem Kotte das 2 zu 2 erzielt hat, nun der Mann mit der Nummer 16, Djordjevic. Drei zu zwei, jetzt für die Jugoslawen, Dieter Riedel. Dieter Riedel, hat er die Nerven? Und er hat sie! Und er hat sie! Alles hing jetzt an ihm. 3 zu 3 im Elfmeterschießen. Und das hat zur Folge, dass weitere 5 Schützen von den Trainern nominiert werden müssen, die erneut zum Elfmeterschießen antreten. Es müssen andere sein. 5 weitere Schützen. Das heißt, beide könnten den Torwart ausklammern. Aber bevor ein Schütze zum zweiten Mal antritt, muss auch der Torwart geschossen haben. Stojkovic, 4 zu 3 für Partizan. Rainer Sachse. Ein Mann normalerweise mit einem guten, satten Spannschuss. Und mit Spann knallt er den Ball auch ins Eck. 4 zu 4.